Hallo zusammen und damit willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Karmesin. Wir stehen jetzt wieder hier vor dem Stand, wo wir in der letzten Folge eigentlich schon waren. Und ich werde jetzt auch direkt mal hier mit Joe reden. Denn ich konnte im Minispiel nicht speichern. Das heißt, ich muss es jetzt nochmal neu machen. Und ich habe bei der letzten Aufnahmesession noch versucht, die Zeit einfach ablaufen zu lassen und da wieder rauszugehen. Das Problem ist bloß, dass danach hier eine Sequenz losgeht mit Hannah und ja, die will ich natürlich im Video drin haben. Das heißt, wir machen das jetzt einfach nochmal. Wir wissen ja, wie das Spiel mittlerweile... falscher Satzbau. Wir wissen ja mittlerweile, wie das Spiel funktioniert, so rum. Und wir müssen jetzt einfach diese Ballons hier in diese Kisten bringen. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, genau, ich weiß, wie es geht. Level 1 haben wir schon mal gemacht, aber das kriegen wir jetzt, denke ich, ganz schnell noch mal wieder hin. Und gehen dann... Oh Gott, leck, das hier ist ja schrecklich. Gehen dann direkt über zu Level 2. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt nochmal war, aber ich glaube, man musste bloß genügend Dinger sammeln. Und dann konnte man die abgeben und dann war das Level schon geschafft. Also man musste nicht so viele wie möglich in der Zeit wegbringen, sondern einfach nur genug. So, hier hinten, wo die Ballons sind, waren die Sockel, ne? Ja, genau. So, ablegen, ablegen, ablegen. Achso, man müsste das einzeln machen, okay. Ja, tatsächlich. Das reicht schon aus, das ist wunderbar. Und damit ist Level 1 jetzt schon nach fast 2 Minuten geschafft. Schön. So, Level 2 brauchen wir natürlich jetzt mehr Beeren und unser Ziel ist es, ja, mehr Punkte zu bekommen als Hannah, damit sie uns vielleicht mal ein bisschen Anerkennung schenkt. So, genug schwarze Beeren haben wir, genug grüne haben wir auch. Blaue brauchen wir noch. Da können ja auch Pokémon erscheinen, die diese Beeren, dann wegfressen von den Sockeln, aber die kommen ja eigentlich nur dann, wenn wir auch wirklich was da drin liegen haben. Also wäre es am sinnvollsten, wenn wir versuchen, in einem Run hier direkt alles zu sammeln, damit wir nicht zweimal gehen müssen, weil solange wir die Dinger nicht bewachen können, kann natürlich jederzeit hier ein Raffel kommen oder irgendein anderes Pokémon und die uns wegschnappen. Okay, schön. Bis jetzt ist das alles ja relativ einfach. Jetzt wird die Zahl wieder ein bisschen erhöht. Oh ja, schon einiges, was wir jetzt mehr sammeln müssen. Also könnte schon sein, dass wir jetzt zweimal laufen müssen. Ich denke mal, am besten ist es dann natürlich, wenn du wirklich nur so viele mitnimmst, wie man wirklich braucht. Also ne, jetzt brauchen wir 7 von den blauen, also nehmen wir auch nur 7 mit. Damit unser Beutel nicht zu voll wird. So, grün haben wir auch. Da kommt ja auch immer so ein schöner Sound, das ist direkt ganz praktisch. Da hinten sind schwarze Ballons. Ich sagte die ganze Zeit Beeren, aber es sind ja Ballons. Ja, reicht perfekt aus. Also beim nächsten Level werden wir definitiv dann noch mehr, also mehrere Male gehen müssen. Mich stört es so ein bisschen, dass du nicht alle auf einmal abgeben kannst. Also du musst wirklich für alles hier einzeln drücken. Aber naja, so ist das halt. War es das jetzt schon oder was? Ach, das war Schwierigkeitsgrad einfach. Aha, okay, verstehe. 7.353 Punkte und wir können nicht weiterspielen. Das ist ja auch schön. Warte mal, das Foto können wir uns einmal angucken hier. Schön. Wie viele Punkte hatte Hannah nochmal? Ich hab's vergessen. Mal gucken, ob wir jetzt mehr haben als sie oder nicht. Ich dachte, wir können das jetzt unendlich machen, solange bis wir es nicht mehr schaffen, aber nein. Gut gemacht. Mal sehen, du hast 7.353 Punkte erzielt. Dafür bekommst du einen Preis. Hier, bitte. Oh, ein EP-Pin. Was ist denn das nochmal? Ein mysteriöser, elastischer Glücksbringer, durch den Pokémon mehr Erfahrungspunkte erhalten. Kann ich den deaktivieren? Weil irgendwie werden wir sonst noch overlevelt. Ich, Hannah, die Königin der Balloni-Jagd, bin nicht mehr die Beste?
Das geht mir voll gegen den Strich. Am liebsten würde ich gleich nochmal loslegen, um mich zu rächen. Aber ich habe nicht mehr genug Geld. Will sie jetzt ihren Bruder anpumpen, oder was? Joe, da musst du ihn eben an meiner Stelle fertig machen. Was? Ich will aber nicht. Na, hör mal. Du kannst doch nicht einfach deiner Schwester für einen Fremden in den Rücken fallen. Hast du sie noch alle? Tut mir leid, dass sie so einen Aufstand macht. Ich werde versuchen, sie wieder zu beruhigen. Schau du dich ruhig weiter auf dem Fest um. Oh Mann. Oh, da ist das Pokémon, was wir in der letzten Folge gesehen haben. Dieses mysteriöse Masken-Pokémon, was uns ja auch schon in der Höhle einmal begegnet ist. Oder was heißt begegnet? Das hat uns eigentlich nur beobachtet. Wo will es hin? Anscheinend müssen wir hinterher. Vielleicht läuft es jetzt ja zur Höhle hin. Vorher würde ich aber gerne jetzt was gucken. Wir haben ja jetzt den EP-Pin. Kann ich den... Ich kann ihn einsetzen. Wartet mal, ich speichere mal kurz ab. Keine Ahnung, vielleicht kann man den ja irgendwie aus- und einschalten. Nee, kann man nicht. Der ist anscheinend jetzt aktiv. Nur weil wir ihn im Beutel haben. Das ist schlecht, weil ja, ich will eigentlich nicht mehr Erfahrungspunkte bekommen, weil dadurch wird unser Team bloß noch overlevelter und aktuell fetzen wir hier sowieso alles weg. Naja. Hallo, mein Lieber. Sieht ja echt interessant aus. Und die Maske ist cool. Kann ich die haben? Es freut sich. Okay, das ist interessant, dass es uns so nah an sich ranlässt. Ein rätselhaftes Kind mit einer Maske starrt dich an. Ein rätselhaftes Kind? Also ich will ja jetzt nichts sagen, aber das sieht nicht aus wie ein Kind. Sondern wie ein Pokémon. Oh, die Maske ist cool, ja. Hey Aradon, hör dir das an. Joe ist beim Oni-Austreibungsspiel echt zu nichts zu gebrauchen. Eine absolute Null. Hä? Wer war das denn? Jemand, den du verscheucht hast, meine Liebe. Aber gut, das kann sie ja am besten, ne? Oh, das sieht nach einer gerenderten Sequenz aus. Man sieht sogar richtig das Holz von der Maske. Hey Aradon, lauf nicht einfach alleine weg. Hey, du da vorne, das gilt auch für dich. Oh mein Gott. Es hat die Maske verloren. Komm runter zu uns. Nacht ist es auf dem Berg zu gefährlich. Zu schüchtern. Wir haben das Gesicht hinter der Maske sehen können. Ist das der Oni? Ist wahrscheinlich schon. Eine türkisgrüne Maske. Eine türkisgrüne Maske mit dem Gesicht eines Oni. Du hast sie aufgehoben, nachdem jemand sie während des Maskenfests auf einer Treppe verloren hatte. Ich frage mich, wer dieses Kind war. Warum denkt jeder, dass das ein Kind ist? Das ist einfach ein Pokémon, als ob man das nicht erkennt. Und wo kam es her? Ja, vielleicht war es ein Pokémon, aber nur vielleicht. Was? Wie meinst du das? Glaubst du, dieses Kind, das auf den Berg verschwunden ist, könnte es etwa der Oni gewesen sein? Der aus der Geschichte von den Infotafeln? Soll das heißen, die Legende ist wahr? Es hat diese Maske verloren, also muss es wirklich... Aradon, Hanna! Was steht hier so rum? Wir haben den Oni getroffen. Hier ist gar nichts los. Lass uns zurück zum Fest gehen. Hä? Was? Dank dir habe ich kein Wort verstanden, Hanna. Nichts, er hat nichts Wichtiges gesagt, wie immer. Alles gut. Aha. Ich verstehe schon. Ihr habt euch bestimmt über mich lustig gemacht. Ich gehe zurück zum Fest. Toll, Hanna. Puh, das war knapp.
Mann, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Fast hättest du dich total verplappert. Joe ist absolut Fanat in den Oni. So richtig. Total verrückt nach ihm. Wenn er wüsste, dass wir ihn getroffen haben und er nicht... Ich weiß nicht. Da würde er sich bestimmt ausgeschlossen fühlen. Oder meinst du, ich mache mir zu viele Sorgen? Seit wann interessiert sie das? Außerdem will ich nicht, dass er dem Oni um diese Uhrzeit noch auf dem Berg hinterherläuft. Aber egal, jetzt haben wir uns eh schon fürs Lügen entschieden. Behalt das alles für dich, okay? Das ist unser kleines Geheimnis. Und zeig Joe bloß nicht die Maske. Zumindest fürs Erste. Naja, gut. Ich fürchte, aus der Situation kommen wir jetzt wirklich nicht mehr raus. Deswegen behalten wir die Maske jetzt mal. Ich würde dem Oni ja gern hinterherlaufen, aber da wird wahrscheinlich jetzt nichts zu sehen sein. Sollten wir erstmal zu Joe gehen und ihm sagen, dass wir nicht über ihn abgelästert haben. Weil das tut der Freundschaft, denke ich, alles andere als gut. Wo ist denn der jetzt? Ach, da unten, okay. Achso, ja, toll. Corellon kann ich hier nach wie vor nicht benutzen. Dann laufen wir eben zu Fuß hier nach unten. Masken kaufen kann ich immer noch nicht, aber wir haben ja jetzt immerhin eine Maske bekommen. Also vielleicht kann ich sie ja irgendwann aufsetzen. Sollte ich nur nicht in Joes Gegenwart tun. Ich hoffe, ihm geht's gut. Hast du genug vom Fest? Okay, dann lass uns nach Hause gehen. Ich bringe dich zum Gemeindehaus. Am nächsten Tag. Und wir wurden geheilt. Sehr schön. Steht dieses Pipi schon immer da hinten, hinter den Tresen? Ist mir vorher nie aufgefallen. Naja. Diese kandierten Früchte vom Maskenfest haben höchst interessant geschmeckt. Habe ich nicht probiert. Was steht jetzt als nächstes an? Müssen wir weitere Infotafeln finden? Ich denke mal schon. Oder wir sagen Joe einfach die Wahrheit und uns ist komplett egal, was Hannah uns gesagt hat. Da ist sie auch schon wieder. Aradon, na endlich. Du kreuzt ja ganz schön spät zu unserem nicht ausgemachten Treffen auf. Egal, ich habe was mit dir zu besprechen. Es geht um die Sache von gestern. Du hast niemandem davon erzählt, oder? Nein. Stimmt das auch? Wenn du mich anlügst, setzt es was, verstanden? Das Ding, das wir an der Treppe aufgesammelt haben, du hast das doch dabei, oder? Mein Opa kennt sich mit alten Legenden aus, am besten fragen wir ihn um Rat. Wie war das mit niemandem irgendwas erzählen? Du weißt noch, wo ich wohne, stimmt's? Wir treffen uns dort, wehe du trödest. Los, zeigen wir Opa das Ding. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird ganz schnell seine Runden machen, wenn wir jetzt hier plötzlich doch irgendwen einweihen. Aber gut, Hannah, die Meisterin der Doppelmoral, hat gesprochen, deswegen folgen wir jetzt ihr. Und da steht sie auch schon. Los, zeigen wir Opa das Ding. Guten Morgen, Aradon. Ah, du bist Aradon, morgen. Mist, er ist aufgewacht. Sollen wir zur letzten Infotafel aufbrechen? Hey Joe, verzieh dich mal. Aradon und ich haben was zu besprechen, ohne dich. Junge, geht's dir noch ganz gut, Hannah? Was, aber warum darf ich nicht dabei sein? Das ist total unfair. Blöde Kuh. Wie hast du mich genannt? Lass mich in Ruhe. Was sollte das denn? Für Joes Verhältnisse war das ganz schön aufsässig. So behandelt man andere nicht, Hannah. Du solltest wirklich etwas netter zu deinem Bruder sein. Aber ich bin doch nett zu ihm. Hab ihm ja auch keine geklatscht oder so. Wie auch immer, es gibt Dinge, dringendere Dinge zu besprechen, stimmt's? Zeig meinem Opa, du weißt schon. Ja, den EP-Pin, nein, natürlich nicht. Die Abenteuermaske, die türkisgrüne Maske. Das kann doch nicht. Die Maske des Oni? Woher hast du die? Wir sind ihm begegnet, dem Oni, auf dem Maskenfest. Wir haben ihn freundlich angesprochen, aber er ist weggerannt und hat dabei die Maske verloren. Ich hätte nicht gedacht, dass der Oni auch heute noch unser Fest mit seiner Anwesenheit beehrt. Hä? Wie meinst du das? Ist der Oni nicht der Böse, der das Dorf angegriffen hat? Es ist wohl an der Zeit, es dir zu sagen.
Die ganze Geschichte ist in Wahrheit genau andersrum geschrieben. Andersherum? Was soll das heißen? Du sollst es auch erfahren, Aradon. Immerhin bist du ebenfalls dem Oni, nein, Ogapon begegnet. Ich werde euch die wahre Geschichte erzählen, wie sie seit Generationen unserer Familie überliefert wird. Oh. Ja, ach Mann, ey, dann erzähl doch einfach. Das wird etwas dauern. Hast du jetzt Zeit dafür? Ja, ich denke schon. Dann wird die Folge wahrscheinlich danach vorbei sein, aber egal. Diese Geschichte wurde in unserer Familie stets mündlich weitergegeben. Ich selbst habe sie von meinem Vater gehört. Sie erzählt von der Wahrheit und darf auf keinen Fall mit anderen Dorfbewohnern geteilt werden. Warum nicht? Okay, muss ich nicht verstehen. Ihr dürft sie also unter keinen Umständen weitererzählen. Okay. Vor langer Zeit verirrten sich ein Mann und ein Oni aus einem fremden Land nach Kitakami. Die Dorfbewohner fürchteten sich vor ihrem Erscheinungsbild, das anders war als ihres. Deshalb verboten sie den beiden Reisenden, sich dem Dorf auch nur ansatzweise zu nähern. Die Zurückweisung der Dorfbewohner schmerzte den Mann und den Oni zutiefst. Doch sie spendeten einander Trost und führten in einer Berghöhle alsbald ein bescheidenes Leben. Ein einzelner Dorfbewohner empfand jedoch Mitleid mit ihnen, ein Maskenschnitzer. Er fertigte mehrere Masken für den Mann und den Oni an und schenkte sie ihnen. Die prächtigen Masken waren mit glitzernden Edelsteinen aus der Heimat des Mannes besetzt. Mit den Masken konnten die zwei ihre Gesichter verbergen und sich unter die Dörfler mischen. Der Mann und der Oni waren überglücklich und dankten dem Maskenschnitzer für seine Güte. Mit von den Masken verdeckten Gesichtern wagten sie sich schließlich auf das Dorffest. Im Nu sprach jeder über die beiden rätselhaften Besucher mit ihren herrlichen Masken. Ehe sie sich's versahen, verbreiteten sich selbst in fernen Landen Gerüchte über sie. Doch Geschichten über solche Kostbarkeiten erwecken oft mehr als bloße Neugierde. Und so kam es, dass bald ein paar halbsüchtige Pokémon nach Kitakami aufbrachen. Sie schlichen sich in das Zuhause des Mannes und des Oni ein. Dort versuchten sie, sich der sorgfältig verwahrten Masken zu bemächtigen. Der Mann, der zufällig zugegen war, vermochte einen der Masken zu beschützen. Die übrigen drei Masken indes wurden trotz all seiner Bemühungen von den Pokémon gestohlen. Einige Stunden später kehrte der Oni zur Höhle, seinem sonst glücklichen Zuhause, zurück, doch er fand nur die Spuren eines Kampfes sowie die grüne Maske vor. Der Oni setzte die Maske auf und lief hinab ins Dorf, wohl in der Hoffnung, den Mann zu finden. Dort sah er die drei Pokémon, die sich mit den herrlichen Masken brüsteten, und fiel über sie her. Die anwesenden Dorfbewohner wussten nicht, was sich in der Höhle zugetragen hatte. Sie sahen bloß den herumwütenden Oni und verspürten eine unbändige Angst vor ihm. In ihren Augen schienen die drei Pokémon das Dorf mit ihrem Leben zu beschützen. Aus Dankbarkeit nannten sie die Pokémon die drei Gefährten und betteten sie zur Ruhe. Der Oni zog sich unterdessen verwundet und voll tiefer Trauer in seine nun einsame Höhle zurück. Was zum... Das hat der arme Ogapon nicht verdient, die drei Gefährten sind echt das allerletzte! Das ist ja das krasse Gegenteil von dem, was erzählt wird. Wir müssen das aufklären. Nicht so schnell. Ich hab dir doch bereits gesagt, dass du es für dich behalten sollst. Ja, aber... Die Leute im Dorf sind von ihrer Version der Geschichte überzeugt. Du weißt doch, wie wichtig ihnen die drei Gefährten sind. Wie würden sie wohl reagieren, wenn jemand plötzlich behaupten würde, all das sei ein Missverständnis gewesen? Ich schätze mal, sie würden ziemlich wütend werden. Ganz genau. Unser Vorfahr, der Maskenschnitzer, hat damals alles versucht, um den Dorfbewohnern die Augen zu öffnen.
Doch seine Worte stießen auf taube Ohren. Schlimmer noch, man bezichtigte ihn der Ketzerei. Boah, mir spielt hier echt der Kamm. Um seine Nachkommen, also uns, zu schützen, beschloss unser Vorfahr fortan zu schweigen. Stattdessen begann er, die wahre Geschichte als Familiengeheimnis von einer Generation an die nächste weiterzugeben. Verstehe. Weiß Joe eigentlich von der ganzen Sache? Ich denke nicht. Von mir hat er die Geschichte zumindest noch nicht erfahren. Warum fragst du? Einfach so. Im Gegensatz zu allen anderen ist Joe ein Riesenfan von dem Oni. Manchmal spielt er sich richtig als Experte auf, als wüsste er mehr über Ogapon als wir alle. Nun ja, der Junge ist recht feinfühlig. Gut möglich, dass er intuitiv etwas ahnt. Wenn die Zeit reif ist, werde ich auch Joe über die ganze Geschichte aufklären. Doch fürs Erste verliert ihr darüber kein Sterbenswörtchen an irgendwen, verstanden? Ja, okay. Jetzt kann ich Joe erst recht nichts erzählen, das hattest du doch sowieso nicht vor. Ach übrigens, wegen der Maske, die du mir vorhin gezeigt hast. Mir ist aufgefallen, dass ein Teil des Edelsteins an der Stirnpartie fehlt. Wenn du sie vorübergehend in meine Obhut gibst, kann ich sie vielleicht reparieren. Oh je, das ist bestimmt passiert, als die Maske die Treppe runtergefallen ist. Wenn wir sie reparieren lassen können, bevor wir sie Ogapon zurückgeben, sollten wir das tun. Da stimme ich hier ausnahmsweise mal zu. Du übergibst dem Großvater die türkisgrüne Maske. Und keine Sorge, ich gebe gut darauf Acht. Das ist schön. Oh. Ich hab's irgendwie befürchtet. Er steht tatsächlich mit dabei und hat alles mitgehört. Das Problem ist bloß, dass er sich jetzt ziemlich verraten vorkommen wird. Ich kann es echt kaum erwarten, Ogapon wiederzusehen. Aber bis die Maske repariert ist, müssen wir uns wohl oder übel gedulden. Ich kann nicht glauben, dass ich das freiwillig vorschlage, aber vielleicht sollten wir in der Zwischenzeit die Orientierungsaufgabe fortführen. So schöpft Joe vielleicht auch ein bisschen weniger Verdacht. Ich könnte wetten, dass Joe gerade irgendwo im Dorf die Zeit totschlägt. Oder auch einfach nur hinter der Mauer steht und uns zuhört. Ja, da ist ja wirklich einiges passiert in dieser Folge und ich bin mal sehr gespannt, ob Joe das jetzt für sich behalten wird, dass er uns belauscht hat. Achso, ich dachte gerade, da kommt eine Sequenz oder so. Oder ob er uns darauf anspricht. Wir werden es sehen. Ich beende die Folge jetzt an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer danke an meine Kanalmitglieder. Und dann sehen wir uns gerne, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin.